Liebe Freunde des Qualitätsjournalismus, entschuldigt bitte für die irritierende Darstellung der Dresdner neuesten Nachrichten im Zusammenhang mit Qualitätsjournalismus. Ich kann es leider nicht ändern. Ein Artikel vom gestrigen Sonntag, 21:11 Uhr. Überschrift: Tausende Menschen demonstrieren in Dresden gegen Pegida. Rund 1000 Anhänger haben am Sonntag, den 7. Jahrestag der ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung, zelebriert. Juha! Ihnen gegenüber standen mehr als 2500 Gegendemonstranten, die ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz setzten. Darunter ein wundervolles Foto, wo man erahnen kann, wie viel zig Millionen Gegendemonstranten dabei waren. So, was haben wir hier noch für nette Informationen? In Hör- und Sichtweite, ich würde eher sagen in Schrei- und Pfeif- und Triller- und Hubweite. Ja. Bliblablub. Was haben wir hier noch? Noch ein schönes Foto, wo man nicht sieht, ob es 2500 Menschen waren. Dann sehen wir hier, welche Bündnisse dabei waren. Nationalismus raus aus den Köpfen, Hope, Fight Racism und Herz statt Hetze. Daneben motivierten auch Oberbürgermeister Dirk Hilpert, der dem Neutralitätsgebot verpflichtet sein sollte. Und Ursula Staudinger, Rektorin der TU Dresden, soviel ich weiß, ist die auch Beamtin. Sie motivierten also, ein Zeichen zu setzen. Ach Gott, mein Gott, wie viel Zeichen braucht es eigentlich noch? Die Demonstranten kamen vom Alaunpark in der Neustadt und der TU Dresden in der Südvorstadt und vereinten sich auf dem Altmarkt zu einer Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen. Von den Redebeiträgen habe ich ehrlich gesagt nichts mitbekommen, weil die so laut geschrien, getrillert und gehupt haben. Naja, egal. Was haben wir denn noch für schöne Fakten? Heinz-Christian Strache auf der Pegida-Bühne. Heinz-Christian Strache war also mal Vizekanzler in Österreich. Und was weiß die DNN, was wissen die Dresdner neuesten Nachrichten dazu? Er habe seinen Posten als Vizekanzler wegen Korruption im Rahmen der sogenannten Ibiza-Affäre verloren. Das sind mal Fakten. Also, der Herr Strache, ich habe seine Rede gehört, hat also zum Besten gegeben, dass er mitnichten wegen Korruption verurteilt wurde. Er meinte, dass alle Verfahren eingestellt wurden, weil nachdem ein dreiminütiger Zusammenschnitt eines, ich glaube, insgesamt 7 Stunden langen Videos ergeben hat, dass er ungefähr, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, 146, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also er hat 146 Mal Nein gesagt. Ihr könnt mich nicht kaufen, und das Video wurde so zusammengeschnippelt, dass das alles rausgefallen war. Und dann hat ihn also der inzwischen zurückgetretene, wegen Korruption zurückgetretene österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat also dann die Regierung mit der FPÖ aufgekündigt. Und jetzt stellt sich also raus, der Kanzler Kurz, Ex-Kanzler Kurz, ist jetzt wegen Korruption zurückgetreten oder wegen vermeintlicher, es gilt ja die Unschuldsvermutung, ne? Also eigentlich sollte sie ja für alle gelten, aber für den Herrn Strache gilt sie nicht, für den Herrn Kurz gilt sie. Müssen wir uns merken. Also Fake News, DNN, Fake News, Lügenpresse, Lückenpresse, Qualitätspresse, Haltungsjournalismus, Scheißhaltungsjournalismus. So, was haben wir noch? Jürgen Elsässer, Chefredakteur des rechten Kompakt-Magazins, und Stephen Yaxley Lennon, ich habe es gegoogelt, der Typ nennt sich Tommy Robinson und ist Gründer der rechtspopulistischen English Defence League und Unterstützer des britischen Pegida-Ablegers. Ja, ich glaube, das stimmt sogar, aber der heißt halt in der Regel Tommy Robinson, nennt sich so, Künstlername. Was haben wir noch? Während sie ihre Reden hielten, konterten die Gegendemonstranten mit Lärm durch Trommeln, Pfeifen und Rufe. Ja, das stimmt wieder. Ich habe aber auch nichts anderes vernommen als Trommeln, Pfeifen und Rufe. So, zwei Reden, so die Polizei am Abend, würden von der Staatsanwaltschaft Dresden auf strafrechtliche Relevanz geprüft.
Da dürfen wir mal gespannt sein. Ich würde sagen, das wird ein laues Fürtchen werden und da wird nichts bei rumkommen. Mir ist nicht aufgefallen, dass da jemand irgendwas auch nur in der Nähe von strafrechtlicher Relevanz von sich gegeben hat, aber ich kann mich natürlich täuschen, ich bin ja kein Jurist. So, was haben wir noch? Weitgehend friedliche Demonstrationen. Pegida wird seit Mai vom sächsischen Verfassungsschutz als Zitat erwiesene extremistische Bestrebung beobachtet. Again. Also, der sächsische Verfassungsschutzpräsident, wie heißt der, Gordon, hast du nicht gesehen, wurde vor kurzem geschasst wegen irgendwas anderem. Jetzt haben wir einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten von Sachsen, für Sachsen, in Sachsen, aus Sachsen, keine Ahnung. Ja, und Gründer Lutz Bachmann gilt schon länger als Rechtsextremist. Und die Qualitätsjournalistin Laura Cartoni, von der habe ich noch nie gehört. Ich würde sagen, der Artikel ist kein Ruhmesblatt, sondern ein Ausdruck von vollgerotztem Haltungsjournalismus. Aber ist natürlich nur meine Meinung und so wie es aussieht, haben wir ja noch Meinungsfreiheit in Deutschland. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. Und ja, ja, kauft auf jeden Fall die DNN, das ist ein Qualitätsblatt, es gibt kein besseres in Dresden. Halleluja.